Hey Ladies, wie geht's euch? Ich möchte euch geschwind inspirieren zum Thema Beckenboden. Das ist ein riesiges Thema bei den Ladies und auch bei den Männern. Männer haben auch einen Beckenboden. Aber danach Ladies sind ein bisschen mehr im Alltag mit dem Thema konfrontiert. Und zwar haben wir ja wieder nächste Woche am 11. Januar einen super tollen Kurs mit den NÜKET zum Thema der echte Beckenboden. Und bitte versteht das nicht falsch. Es gibt ganz viele Wege, um sich mit dem Thema Beckenboden auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt dank der NÜKET, Viben, wo wirklich ein super Programm uns zusammengestellt hat, habe ich einfach ein ganz anderes Bewusstsein für den echten Beckenboden mitbekommen. Weil oft wird halt einfach nur der Vaginamuskel sozusagen trainiert in diesen Beckenbodenkurs. Und das kann ein bisschen kontraproduktiv sein, dass man sich sogar eher ein bisschen zu fest verkrampft und durch das auch dann eher wieder Hyperton ist im Beckenboden, das heißt zu fest Verspannung, vor allem in den Vaginamuskeln, wo auch zu Schmerzen beim Sechseln kommen kann. Und NÜKET ist eigentlich, sie hat ihr eigenes daraus gemacht, sie hat ganz viel Erfahrung von diversen Richtungen vom Thema Beckenbodenkurs, auch mit der Stilrichtung von Kantjenika. Und sie hat auch ein super Büchlein geschrieben, weil bei ihr, und das lernt ihr eben nächste Woche, ihr lernt so viel, wie wichtig dass es ist, wie das Becken aufgerichtet ist. Der Beckenstand und eben der echte Beckenboden, der Levator Ani, das ist der Muskel, der alle Organe hebt. Und was sie eben uns lehrt, und das ist gar nicht so einfach, wieder in die Entspannung kommen von Vaginamuskel, Damm, Anusmuskel und Fudibackenmuskel. Damit eben der Levator Ani, der echte Beckenboden, überhaupt wieder so richtig kann anfangen zu arbeiten. Und eben, ich bin da nicht selber Fachfrau, habe jetzt aber schon zwei, dreimal den Kurs mitmachen und den Beckenboden-Zauberkurs. Wir machen einmal im Monat per Online-Kurs mit den NÜKET zusammen Übungen machen, weil ich auch selber würde es nämlich wieder verhängen. Und jedes Mal bin ich wieder fasziniert mit dem Beckenzauberkurs, wie immer noch zu fest ich anspanne. Und sie merkt sogar durch den Screen, sagt Bea, losla, Bea, losla. Loslassen. Und es ist echt extrem spannend. Und nur schon die Haltung, wenn ich jetzt auch sitze, ist die Hälfte von der Miete, damit eben der echte Beckenboden, der Levator Ani, überhaupt arbeiten kann. Was ich auch noch mache, neben dem Wissen, das die NÜKET mir mitgegeben hat, und dem monatlichen Beckenzauberkurs, ich habe noch das super Balance Board, das im Onlineshop auf ladyplanet.ch unter Stöber-Ecke gibt. Das wird in der Schweiz von Hand hergestellt. Und ich sage euch, das ist also nicht zu unterschätzen. Der Besuch lacht amigs zuerst über das Balanceboard. Die sportlichsten Menschen können nicht mehr als ein paar Sekunden in der Balance bleiben auf dem Balanceboard. Ich mache das am Morgen und am Abend beim Zähneputzen. Es langen 1 bis 3 Minuten. Die einen schaffen es am Anfang gar nicht eine Minute. Und wichtig ist eben, das Wissen von der NÜKET in einem Kurs oder einem Buch zum Thema Beckenstand, weil da ist auch ganz wichtig, dass ihr das Becken richtig aufrichtet und eben sogar auch da probiert, nicht zu fest in den Füdlibacken anspannen, sondern eben durch den Levator Ani, durch den richtigen Beckenstand, könnt ihr dann eben wunderbar die innersten, feinsten, kleinen Muskeln trainieren. Es ist auch gegen Rückenweh zum Beispiel sensationell. Es ist eine Balanceübung und es ist auch gegen Prävention gegen Sturzgefahr, also es ist auch für jung und alt, vor allem auch für ältere Menschen. Und momentan, die einen können ja nicht ins Fitness, ich finde es halt wirklich super und mir hilft sehr. Es gibt auch eine wunderbare definierte Taille und auch, es wirkt eigentlich so wie ganzheitlich und ich finde es mega, mega toll. Ich würde es nie mehr hergeben, weil ich bin ein bisschen ein Fitnessmuffel und am Morgen und am Abend beim Zähneputzen das aktivieren, finde ich grossartig. Findet ihr auf ladyplanet.ch im Onlineshop. Und eben 2 bis 3 Mal pro Jahr gibt NÜKET den wertvollen Kurs, wo es um Theorie geht, dass wir dann nachher eben einmal pro Monat zusammen online miteinander Übungen machen können. Ja, ich freue mich sehr, weil der Kurs darf sich auch noch füllen. Wir sind jetzt schon ein kleines Grüppli in diesem monatlichen Beckenzauberkurs. Und es macht mega Spass. Und wenn man einen Monat nicht dran war, ihr wisst, wie es ist, dann bist du schon wieder aus der Übung und Prävention ist eben die Hälfte von der Miete, weil das hat einen grossen Einfluss auf das Thema Sexualität, auf das Thema Schmerzen beim Sexeln, ja oder nein, oder auch
die ganzheitliche Wahrnehmung während dem Sechseln oder eben auch nach der Geburt natürlich. Rückbildung ist ein grosses Thema. Und auch für Frauen, die jetzt schon bereits ein Thema haben mit beginnender Inkontinenz oder so, auch die können durch den Levator Ani das alles wieder in die Entspannung bringen, dass alles wieder von sich aus richtig funktionieren kann. Also, schaut rein, macht mit dem Kurs am 11. Januar und dann gibt es den nächsten, glaube ich, im Mai mit der Nücket. Wir freuen euch auf uns. Schönes Weekend!